Hi, my name is Alan Sweeney and I'm here today to talk about the Campfil Gold. Hallo, ich bin Alan Kleene. Ich möchte heute über Campfil sprechen. Das ist ein sicheres System für den Filterwechsel für die pharmazeutische Industrie, für die chemische Industrie. Staubabschneidung ist sehr wichtig. Wenn Sie es nicht kennen, dann möchte ich Ihnen erläutern, dass Sie einen Luftstrom haben, der in den Kollektor kommt und dort wird dieser Staub eliminiert. Das Ganze soll sauber vonstatten gehen. Hier ist das Ganze in einen Trichter installiert. Wir werden jetzt schauen, wie die Luft hineinströmt und dann gefiltert wird. Hier haben wir die vertikal angeordneten Filter und das ist sehr wichtig. Wir haben einen Knopf, sodass wir einen entsprechend konstanten Impuls haben und somit wird die Reinigung über den gesamten Vorgang sichergestellt. Die Luft strömt praktisch aus dem Auslauf für saubere Luft hinaus und das geht dann in ein anderes Reinigungssystem beziehungsweise in die Atmosphäre. Wenn es gefährliche Stoffe sind, dann haben wir anschließend einen HEPA-Filter, der dann auch leicht zugänglich ist. Und wenn es unser sicheres Wechselsystem geht, um das BIPO-System, brauchen wir einen Filter, der leicht auszuwechseln ist. Wir haben ein System der Staubabschneidung für Staub, für Sauerstoff und so weiter. Und das sind leider auch die Bestandteile für eine Entflammung. Um dies zu verhindern, haben wir ein Sicherheitssystem. Wir haben einen robusten Kollektor. Das ist ein zertifiziertes Sicherheitsgerät. Das heißt, wenn es zu Druckzunahme im Kollektor kommt, dann wird dieser Druck freigesetzt und somit die Explosion verhindert. Wir können hier auch Ventile oder ein System der internen Flamme verwenden. Darüber hinaus haben wir Ventilatoren, Kontrollreinigung und so weiter. Das alles wird bei der Gold-Serie hier kontrolliert. Ich habe es leider nicht dabei. Normalerweise ist das hier vorhanden, das ist leicht zugänglich. Hier werden alle Parameter kontrolliert. Es gibt auch die entsprechenden Alarmsignale und Vorrichtungen, wenn Gefahr besteht. Unabhängig davon, wie lang die Lebensdauer der Filter ist, irgendwann müssen sie trotzdem ausgewechselt werden. Also muss hier auch eine Sicherheit gewährleistet sein für die Instandhaltung, um einen Back-in-Back-out-System zu wechseln, müssen wir genau die Instruktionen, die Anleitungen einhalten. Und wenn es hier Zweifel gibt, wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich das Video an, schauen Sie sich die Anweisungen an, bevor Sie den Filterwechsel vornehmen. Das geht ganz schnell, aber man muss wirklich wissen, wie man es richtig macht. Im Pharma-Umfeld ist das Ganze abgeschlossen. Wir haben hier einen Verschluss. Diese beiden Verschlüsse müssen dann entriegelt werden. Die Befestigungen werden weggenommen, die Tür wird geöffnet und das ist, wie gesagt, ein weiterer Sicherheitsfaktor. Wir müssen die Tür nicht nach oben heben. Somit können wir über diesen Hebel die Tür bewegen. Das heißt, die Klappe müssen wir selbst nicht tragen. Also wir müssen nicht unbedingt in Form sein. Das Video ist wirklich sehr wichtig. Schauen Sie sich das, die Anleitung im Video an, um diese Filterwechsel sicher vornehmen zu können. Diese Klappen sorgen dafür, dass wir einen Unterdruck weiterhin im Kollektor haben. Wenn wir dies verwenden, dann wird auch der Beutel in der richtigen Position gehalten und somit wird eine aktive Blockade vorgenommen.
Wir müssen aufpassen, dass die Kartuschen richtig eingesetzt werden, sonst würde sehr viel Platz in Anspruch genommen. Dieses Video können Sie online ansehen. Es muss immer zwei Mitarbeiter geben, die diesen Vorgang vornehmen. Somit ist die Sicherheit gewährleistet. Wir haben hier entsprechend große Öffnungen, wo auch Handschuhe reinpassen. Hier wird die Klappe geöffnet und somit gelangt man zur Kartusche. Das Ganze kann man wirklich lernen. Man braucht eine Schulung. Die Kartusche ist auch ganz einfach zu wechseln. Schauen wir uns das kurz an. Ganz ohne Werkzeuge. Je weniger Werkzeuge wir benötigen, umso besser. Denn mit Werkzeugen haben wir die Gefahr, dass der Beutel reißt. Wir haben leicht zu manipulierende Teile hier. Diese Stangen fallen praktisch nach unten und über ein Sicherheitssystem, über einen Standardkollektor sind wir geschützt über die persönlichen Schutzeinrichtungen. Nun gut, wir nehmen den Filter heraus, wir stellen ihn auf die Plattform und wenn es kein sicherer Wechsel ist, dann nehmen wir die Kiste und das war's. Also klar, der Filter ist das Herzstück des Systems. Hier haben wir haben einen halb gefalteten Filter. Wir haben diese Falten größer gestaltet, um sicherzustellen, dass der Staub hier aufgenommen wird und auch das Ganze leicht zu reinigen ist. Das Ganze ist auch vertikal angeordnet. Das ist wichtig, denn somit können wir die Schwerkraft verwenden bei unserem Pulsationsprozess. Und wenn das Ganze horizontal eingesetzt wird, dann wird es nicht so gut funktionieren. Denn wenn wir eine Kontaktoberfläche jetzt ausschalten, weil wir größere Falten haben, dann haben wir diesen Trichter. Das ist im unteren Fall etwas größer und somit kann der Staub aufgefangen werden. Somit ist die Kontaktoberfläche des Staubs größer, aber gleichzeitig können wir über diesen Kegel, wenn wir das Ganze umgekehrt haben, so kann die Luft besser eingesetzt werden, um den Staub in den Kartuschen zu entfernen. Also, hier kommt die Luft hinein. Und in der Pharmaindustrie wird das Ganze weitergeleitet in ein weiteres Gehäuse, CamSafe oder CamBox oder andere Safe Housing, sicheren Behälter. So funktioniert das Ganze. Vielen Dank. Hi, my name is Alan Sweeney again. And after we spoke about CamTain, typically in pharmaceuticals, you would use a safe change HEPA housing, either after a dust collector, outside your clean room to protect from emissions to atmosphere, or often inside the clean room in perhaps a wall-mounted type system to keep the contaminants in the room. Either way, Bereich, wo wir verschiedene Schadstoffe auffangen müssen. Wir haben hier CamFill, ein Modularsystem, an das ein weiteres Modul angeschlossen werden kann. Des Weiteren kann auch ein derartiges System vorgeschaltet oder nachgeschaltet werden. Es kann entweder auf einem Ständer sich befinden oder in die Wand installiert werden. Wir können es auch in einem Turm installieren, in einem Reihenraum, in einem geschlossenen Raum. So können wir auch die Ästhetik wahren. Wir haben das Safe Change System dann auch im Raum und können jegliche Kontaminierungsmöglichkeiten ausschalten. Wir haben ein Filtersystem, das auch im Clean Room installiert werden kann und somit stellen wir sicher, dass andere angeschlossene Räume nicht verschmutzt werden. Hier haben wir ein Safe Change Housing. Wir haben eine Luke im vorderen Teil. Hier haben wir auch Safe Change Applikationen, aber das wird hier nicht verwendet. Hier können wir lediglich sehen, ob der Beutel drin ist, denn wir können ja nicht direkt die Klappe öffnen und mit den Schadstoffen in Kontakt treten. Wir kennen jetzt das Produkt, wir möchten das Personal schützen, wir möchten das Umfeld des Produktes schützen, aber auch eine Kreuzkontaminierung ausschalten. Also ist dieser Schutz sehr wichtig für alle.
wenn wir diese Art von Gehäuse haben, dann wollen wir nicht nur den Anschluss der Beutel sehen, sondern wir haben auch andere Ziele, nämlich wie wird dieses Umfeld getestet? Das wollten wir jetzt beleuchten und wie kann die entsprechende ISO-Zertifizierung dann auch eingehalten werden? Also wir müssen verhindern, dass es Leckagen gibt, dass es Austritte gibt. Wir haben einen hohen, was manchmal haben wir es mit 6000 Pascal zu tun und mitunter müssen dann die Gehäuse gewechselt werden, ausgewechselt werden und es gibt auch übertragene Tests, womit ein Filterwechsel simuliert wird, um sicherzustellen, dass es während des Filterwechsels zu keinen Problemen kommt. Sie können diese Unterlagen auch anfordern. Darüber hinaus haben wir auch eine Klappe mit entsprechenden Schrauben, die am äußeren Teil hier installiert werden. Und wenn jemand das nicht korrekt gehandelt hat, sind wir dennoch in der Lage, die Klappe zu wechseln, ohne jetzt selbst das Gehäuse verändern zu müssen. Das heißt aber, irgendwann müssen wir den Filter wechseln. Wir haben vier Zugangspunkte, diese vier Schrauben. Diese werden dann abgenommen. Wir nehmen die Klappe heraus. Sie ist nicht schwer. Aber wie gesagt, wir stellen die Klappe, die Tür an die Seite und werden jetzt den sicheren Wechsel vornehmen. Wir haben die Vorgehensweise bereits in unseren Videotutorials erläutert, auch in unseren Handbüchern. Was müssen wir jetzt tun? Nun, wir suchen einen entsprechenden Luftfilter. Wir haben in den meisten Systemen HEPA-Filter verwendet, wo 3 bis 4 Kubikmeter Luft gefiltert werden können. Normalerweise werden diese Kartuschen auf dieser Höhe eingesetzt. Das Ganze wiegt 9,5 Kilo. Normalerweise in der Industrie wiegt sowas 18 Kilo. Das ist leicht zu handeln. Diese Vorrichtungen für Safe Change sind auch leicht zu bewegen. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, behoben und dann in die Kartusche eingesetzt. Ja. Das wird dann eingesetzt, wie gesagt. Der Vorgang wird abgeschlossen. Es wird noch einmal überprüft und somit ist der Filter leicht in das Gehäuse einzusetzen und somit kann das System wieder funktionieren. Diese Kartuschen haben auch ganz besondere Merkmale. Ich kann zum Beispiel meine Hand hier einsetzen und kann prüfen, ob die Dichtung gegeben ist. Wenn es nicht richtig eingesetzt ist, kann ich die Klappe nicht ansetzen und das Ganze auch nicht verschließen. Also muss ich das überprüfen. Dann kann ich diesen Hebel wieder betätigen, in den Rahmen einsetzen und dann wissen wir, dass wir den Filter richtig installiert haben. Und wenn dieser Filter jetzt installiert wird, ist sehr wichtig, dann ist auch die Dichtung gegeben. Der Dichtungsring ist nicht beschädigt worden. Im Karton ist auch die entsprechende Information enthalten für den richtigen Einsatz des Filters. Wie gesagt, für Pharmaunternehmen sind hier die richtigen Tests mit durchzuführen. Das ist alles gewährleistet, damit dann die Filter für diese Bereiche auch eingesetzt sind. Alles muss gemäß den Anleitungen erfolgen. Jetzt haben wir den Filter installiert. Die Klappe wird wieder aufgesetzt. Wie ich bereits gesagt habe, das wird von oben nach unten eingesetzt. Jetzt kommt der Luftstrom wieder hinzu. Und wie ich bereits gesagt habe, bei unseren Wandsystemen, wenn wir von unten nach oben agieren, dann
sicher, dass das richtig funktioniert. Wenn wir die Dichtung nach unten setzen würden, dann würde es nicht funktionieren. Also wir dürfen die Dichtung keineswegs beschädigen. Und hier sehen wir ganz einfach, dass das so konstruiert ist, dass es lediglich in eine Richtung eingesetzt werden kann. Hier ist dann die richtige Kompression gegeben bei unserem HEPA-Filter. Das ist bereits vorgeprüft worden im Werk. Es wird dann noch einmal eine Überprüfung vorgenommen. Wir wissen, dass dieser Standard hier noch einmal überprüft wird. Und deshalb wird dann getestet, wie Aerosol einströmt. Wir sehen dann auch selbst, ob es irgendwelche Leckagen gibt. Wir haben hier die Diffusoren. Wir haben eine homogene Aerosolmischung. Und jetzt versuchen wir einen Rückhalt von 100% zu erreichen. Und wenn dieser Scanner sich bewegt, dann sehen wir auch die entsprechenden Empfehlungen für die Geschwindigkeit und so weiter. Ja, wir haben einen Standard-Aerosol-Messer, um sicherzustellen, dass wir mit dem richtigen Druck arbeiten. Das ist eine wunderbare Lösung für die Industrie. Gut, wir haben über CAMSAFE gesprochen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich online zu informieren, denn dort können Sie noch weitere Informationen zu unserem System finden. Vielen Dank. Since day one, Camphill has been all about Vom ersten Tag an hatte Camphill schon alles für die Cleaners gehabt. Educating our clients and inspiring an entire industry. But the industry is also facing challenges. Air, and particularly clean air, is in many cases just simply forgotten. Remember, air pollution is the silent killer. There's nobody who is really responsible and ultimately accountable for clean air. At the same time, clean air is more important than ever. People are going back to the offices and are more health conscious than before. Organizations need to provide clean, healthy, and productive workspaces. That is why we want to think in new ways and drive change. We need somebody who puts air front and center. Somebody who gives air a voice. Somebody who is ultimately accountable for the air that we breathe. To me, it's very clear and simple. The world needs a chief ergonomics officer. Organizations need chief ergonomics officer, and you need a chief ergonomics officer. At Camphill, we walk the talk. Now it's time for change. And that's why we have appointed our very first chief ergonomics officer. We have started this journey, but we can't do it alone. We're mobilizing all our partners, and we want you to join us. Please help us to give clean air a voice. Hi, my name is Alan Sweeney from Camphill.
And the product demonstration today is the Absolute V filter. The Absolute V filter is a high-capacity HEPA filter, typically up to 4,000 meters cubed per hour, but importantly, at approximately 240 pascals. That's one of the lowest pressure drops in the industry, which means that you will save approximately, at current energy costs, we all know they're changing, about 140 euro per year in the system, which is up to 700 euros over 5 years. Very important saving at the moment. What you'll notice about the Absolute V also is that it's got a continuous gasket. So again, it's a continuous poured gasket poured on site in the factory, which means that you won't get leaks from the gasket if it's installed correctly in your premises. It's a unique design in that we've put down the amount of metal or plastic by using this new shape profile. That does two things. Makes it lighter, but still keeps it very, very strong and robust. It also makes it easier to lift because you've got a good place to grip when you're fitting. And fitting the filter is important. The average weight of a high-capacity HEPA filter, the industry average weight, is 18 and a half kilos. Absolute V metal is approximately 12 kilos, plastic, 9. That will help in manual handling. We all know over 15 kilos should be a two-person lift. So typically, even if you have two people to install your HEPAs, with this guy, it's light, easy to maneuver, easy to put into a HEPA filter in the wall, in the ceiling, or anywhere else. When you get an Absolute V, when you open the box, you're going to be issued a set of safe handling and fitting instructions. It's very important you read these. You don't want to have anybody damaging themselves or the filter, so read the handling instructions carefully. It's also important to note that this filter is part of our ProSafe range. ProSafe is a range of filters from comfort products right through to HEPAs that have been tested and certified for use in applications where maybe it needs to be food grade. Maybe you're going to use a decontamination agent like a hydrogen peroxide or something. So it's tested against those major contaminants to make sure that the filter will last and function correctly for the life of its installation. It's also important to note that every filter that leaves a factory is certified to EN8022. So because of that, you will have a unique serial number on the HEPA, which will then give you a test certificate. And that test certificate is used for your validation protocols, for your quality protocols. And very important to note that with a new system we have called CamFill Connect, via a QR code in the front of the HEPA, you can now get that certificate online. So again, ease of use, ease of qualification, and ease of retrieval of information. So that's a little bit about Absolute V. If you want to learn any more, please visit us outside in the exhibition hall or talk to one of the guys in the demo area. Thank you very much. Hi everybody, I'm Alan Sweeney from CamFill, and I'm here today to demonstrate the CleanSeal Terminal Filter Housing. CleanSeal is a housing developed by CamFill, typically for use in the high-end clean process industry. In that industry, you might be decontaminating or sterilizing rooms, so the paint quality on CleanSeal is suitable for to undergo decontamination, sterilization, or heavy cleaning on site. The housing is fully welded. This means that when the filter is installed, your filter has been scan tested in the factory, you're going to perform a scan test on site. With a fully welded housing, you're ensured there will be no leaks. To install the housing, it's typically installed in the ceiling. What we have are a solution that clamps onto the housing on the side, and you can either compress down onto the ceiling or suspend from the ceiling. And again, very flexible, very, very easy to install, and very difficult to damage when you're installing it. To install the filter, and it's important to note that there are four different depths that can go into the clean seal housing. We can put a 66, a 78, a 90, or 110 millimeter filter into the one housing. That gives you the option to upgrade.
If your contractor has applied a 66 mil filter, you want to get lower pressure drop, longer life, you can upgrade to a 90 or 110 mil filter, save energy, longer filter life, et cetera, et cetera. To install the filter, it's important to note there are no tools needed. Tools typically mean there's a possibility to damage your filter. No tools, no damage. You have a very simple patented catch. You install the filter, move the catch in front, lock it down, filter is sealed. This clamp can also be fitted in a range of positions. Because of that, we can get to four different depths. It's important to note that every clean seal that leaves the factory has its own quality checks carried out. It's checked for size, if measurements are correct, that the filter's fitting and clamp settings are correct, that the surface treatment is correct. It's been cleaned, it's packed correctly, and all of the accessories, like grill removal card, are included. We also use industry standard pressure ports. It's very important that what you're going to use on site is something that's readily available on site. So here we've got a fully welded from outside the housing, flexible inside the housing. You can take the pressure over the filter, you can introduce your aerosol for testing, etc. When you install the filter and the clamps are open, it's important to note that we've got a couple of holding mechanisms. But the filter goes in and it's held in place and cannot drop. That means one person can, in theory, install a filter. You've got to obey manual handling legislation, but in theory, one guy can pop it in, let go, and then fit the clamps. So overall, fully welded, high-end coating, very flexible, suitable for, in this case, mounting in the ceiling. We also have a range for mounting in the wall for exhaust. And in the exhaust housing, because it's difficult to test, we've now got a mobile integrity probe. So you have the clean seal, exhaust, mobile integrity probe. You can carry out your validation from the room. That's just a few of the attributes of clean seal. If you want to learn any more, please go online, visit us at campfill.com, visit us at the exhibition, or we can meet you later on. Thank you very much. Did you know that clean air can help you perform 60% better, reduce the number of sick days, and even make you happier? We breathe 15 kilos of air every day, and we spend 90% of our time indoors. Most of that time is spent at work. We focus a lot on outdoor air, but why don't we focus on indoor air? It can be easier to change and have a huge impact on your health and productivity. These questions not only keep me up at night, but others too. Up to 70% of office workers worry about air quality at work, but it's time for a change. But where do you start? And who do you talk to? Imagine for a second that you could talk to somebody in charge, a chief ergonomics officer, a person in your own workplace that could make clean air happen now, someone who cares. It does not have to be wishful thinking. You can be the person to start this change. Let us all get the indoor air quality we deserve. Be the voice of clean air. Hello, my name is Michael Feldman, and I wanted to give you some information about the HEPA and UPA range of products called the Megalamp. You see the product here, and what is unique about the product that you can have it in various dimensions, various frame heights. So this is the frame, the extruded aluminium, and you can use different size of gaskets. When you see the profile here, you would see the gasket itself. And just to show you, very unique gasket is, this is a gel gasket. And you could imagine when the installation in the ceiling is done, then you have a knife getting into the gel and it's all sealed. So as you heard, this product is being used, mainly used in the ceilings, clean rooms, or any sensitive processes to get really clean air. The efficiency is between H30 and U16 when it comes to the EN1822, so the background of the testing for these filters. What do you see more? You see here the pack
or let's say you see the grid and the pack is behind, and the filter pack gives you the right pressure drop, which is according to your application. And using different filter heights and different fleet packs would give you also, or could give you also, reduction in pressure drop, energy saving. So the product which you can use in all the operations when it comes to really sensitive processes. Every filter is being tested automatically, and it's the leak test is being certified, and also the filter class and the efficiency. So for you, then the quality is really 100% secured. So you see the test result here. There could be one thing probably missing the test results. What do you do? In this case, there's something unique. On the label is a barcode. And with this barcode, in the installation, you could find the test results just using your mobile phone, have the app, scan the barcode, and you would easily and immediately have the scan test protocol. So the Megalum portfolio and the Megalum product range is the solution for the high-end filtration. And if you want to have more infos, just join us and have the questions in the hall. Thank you. Gracias.
Bueno, como estamos en sesión streaming, estamos obligados a continuar, no podemos esperar. Ja, wir sind auf Streaming und müssen jetzt weitermachen. Wir haben jetzt noch zwei Stände pro Gruppe, die wir nach dem Mittagessen besuchen. Wir werden Ihnen dann den gegebenen Zeitpunkt bekannt geben. Vielen Dank. Der nächste Vortrag, Benjamin Rühl, Product Manager für Clean Process Europa zuständig. Und er spricht von den verschiedenen Gehäusen, den Gehäusen für die Gewährleistung der integren Filterleistung. Und außerdem können wir Ihnen auch ein Tool vorstellen, MyCamFill Connect. Da haben wir die Möglichkeit, uns nach HEPA-Filtrierung zu zertifizieren. Zwar unmittelbar. Benjamin, du hast das Wort. Vielen Dank, Jaime. Jetzt habe ich die Verdolmetschung und weiß, was du gesagt hast. Das letzte Mal habe ich mir gesagt, was sagt er wohl? Was Gutes oder was Schlechtes über mich? Aber es war ja alles in Ordnung. Gut, hallo allerseits. Wir sind jetzt fit für die zweite Hälfte. Vielen Dank für diese Gelegenheit zum Thema endständige Filtergehäuseversorgung und zum Thema Abflussgehäuse. Und ja, wenn Sie diese Geräte schon kennen, ja, dann ist das nicht der Fall für die, die online zugeschaltet sind. Zu meiner Person, viel muss ich nicht mehr hinzufügen. Ich bin der Produktmanager für Clean Process Europa, Nahost und Nordafrika. Und ich bin von Beruf Ingenieur, lebe in Norddeutschland mit meiner Frau und zwei Kindern. Ja, das müsste reichen. Nun, zum Vortrag. Wir haben diese endständigen Filtergehäuse, Decken- oder Wandluftauslässe. Und die Frage stellt sich für uns, was ist dann wirklich wichtig für ein solches endständiges Gehäuse? Die Antwort lautet, keine Fugen, bitte sehr. Das müssen abgedichtete Gehäuse sein, und zwar über die gesamte Einsatzzeit. Zweitens, die Filter müssen leicht zugänglich sein und nachgeprüft werden, ein-, zweimal pro Jahr, und die Stillstandzeiten müssten möglichst kurz gehalten werden. Die Gehäuseinstallierung muss ebenfalls einfach und benutzerfreundlich vonstatten gehen. Es gibt hier verschiedene Optionen, die wir draußen auf den Ständen auch erläutern. Und die Filterinstallierung ist ausschlaggebend für diesen Prozess. Er ist sehr anfällig, muss vorsichtig gehandhabt werden. Wenn Sie auf der Leiter stehen, haben Sie ja ganz andere Sorgen. Ganz davon abgesehen, dass man das Gerät nicht beschädigen dürfen. Und es muss getestet werden, sonst wissen wir nicht, ob es wirklich dicht ist. Und dann neues Anliegen. Es gibt Kunden, die möchten hier die Möglichkeit haben, den Filter später auszutauschen. Und es gibt verschiedene Filterhöhen, verschiedene Versionen, und die können Ihnen helfen, wie man den Luftstrom verändert und damit auch einen den Energieverbrauch. Ja, wie
handhaben wir das. Kein Leck Design gegeben, kein Leck abgedichtet, voll abgedichtet, robust, durchgeschweißt, keine Abdichtungsringe, Dichtungen und so weiter. Leichter Zugriff zu den Filtern, wie wir schon gesagt haben, haben wir hier eine ganz einfache Einspannung ohne Schrauben. Wer sie kennt, weiß, wie schwierig es sein kann, wenn man diese Luftverteiler mit dem Schraubenzieher an der Decke befestigen muss. Nein, hier haben wir ein Scharnier, die Tür hängt nach unten. Um sie zu öffnen, genügt jede Plastikkarte, um sie, wie gesagt, ganz einfach zu öffnen. Und das ist auch ein 100% sicheres Gerät während der Reinigungsarbeit. Drittens die Installation des Filters. Wir haben hier auch neu für diesen Filter einen Filterhalteclip und da braucht es keine dritte Hand, um den Filter zu halten und das Ganze noch mit Klammern einzuspannen. Sie sehen das hier mit einer kleinen Animation, wie dieser Halter, wie dieser Halteclip ganz einfach ein- und ausgebaut werden kann. Sie brauchen keine dritten Hände, zwei Hände reichen. Nun, und dann schließlich für den Einspannprozess kein Schraubenzieher erforderlich. Sie sehen, wie dieses werkzeugfreie Einspannsystem funktioniert und die Position stimmt immer. Sie können also sicher sein, wenn die ganze Einspannung eingespannt ist, haben Sie die richtige Position des Filters. Es gibt keinen Überdruck. Aber natürlich muss das auch immer getestet werden. Vorher musste es getestet werden. Jetzt sparen Sie damit viel Zeit. Und ja, dann die Installation des Gehäuses selbst. Da haben wir auch Anstrengungen genommen, das möglichst einfach vonstatten gehen zu lassen, leicht einzubauen. An der Wand oder an der Decke. Passgenauigkeit ist ebenfalls gegeben. Die Abmessungen stimmen und Sie haben auch entfernbare Montierblöcke und können das Gerät an der Decke aufhängen oder an der Decke oder an der Wand montieren. Fünftens. Die Filter können auch nachgerüstet werden. Sie kann ausgerüstet werden, nachgerüstet werden. Manchmal möchte man auch höhere Filterhöhen. Da zeigt sich schon, dass in diesem Fall wir MDMX haben und das bedeutet, es sind unterschiedliche Luftdurchsätze. Wir haben die Möglichkeit hier ein Upgrading vorzunehmen auf den MX-Filter und schließlich sogar den MG-Filter, der mit so wenig wie 70 Pascal funktioniert. Das ist natürlich wichtig, da spart man Energie und zwar beträchtlich. Und ja, wie können wir verschiedene Filterhöhen ins gleiche Gehäuse einbauen? Indem wir die Einspannungshöhe variieren. Wir haben jetzt prädefinierte Positionen für die ganze Einsatzmöglichkeit, können so verschiedene Filterhöhen anwählen. Und ja, Sie erwähnten drei unterschiedliche Filterhöhen. Warum? Es gibt noch eine vierte. Wir haben auch Filter mit einer Gel-Versiegelung. Sie kennen das auch. Das kann auch in dieses Gehäuse montiert werden. Und zwar jederzeit. Sobald Sie eine andere Filterhöhe anpeilen, können Sie das nachträglich ändern. Viele wissen das. Also warum wiederhole ich es als Erinnerung, nämlich, denn wir haben da auch ein Upgrade vorzulegen. Die Version
3. Die Version 3 hat mehr Eigenschaften, ist sicherer und flexibler. Was hat sich geändert? Nicht sehr viel. Die wichtigen Eigenschaften, die ich schon erwähnt habe, bleiben gleich. Das bedeutet, dieses Produkt ist voll verschweißt, hat diese Einspannung mit den Halteclips und auch die ganze Halterung für das Gehäuse sind die gleichen. Aber wir haben jetzt die ganzen Ausgänge, die ganzen Anschlüsse voll verschweißt, damit auch hier kein Risiko ansteht. Es gibt also hier keine Lecks, die nicht beabsichtigt sind, weil die Verschweißung naht verschweißt zu 100% ist bei allen Anschlüssen, bei den ganzen Anschlüssen, die es braucht, Differentialdruckanschluss und so weiter. Wir haben auch hier die ganze Abdichtung neu gestaltet. Und das bedeutet also schließlich, dass die Dichtanschlüsse neu sind und dass dieses Gerät 100% HEPA zertifiziert ist oder zertifiziert werden kann. Nun, nach diesen kurzen Informationen haben wir verschiedene unterschiedliche Dichtungstypen, die zur Verfügung stehen. Die sind hier aufgezeigt. Ja, Clean Seal Integrity. Zur Information, ich möchte kurz erklären, was es damit auf sich hat, was wichtig ist, wenn es um dieses Thema geht. In der Vergangenheit war es so, dass wir die Aerosole zentral eingegeben haben und folgen den ganzen Leitungen und prüfen den Luftaustritt, die verschiedenen Aerosole gehen durch die ganzen Gehäuse, dann kann man prüfen, wie das Gehäuse reagiert. Und vergangenes Jahr hat mir ein Kunde gesagt, es ist nicht einfach zu wissen, welche Menge Prüfaerosole eingesetzt werden müssen für jedes Gehäuse. Es kann sein, dass die Konzentration stimmt, aber wenn man dann weitergeht, nimmt die Konzentration ab und ist letztlich unzureichend. Das bedeutet, dass der im Reinraum anruft und sagt, muss die Konzentration erhöhen. Jetzt stimmt sie, jetzt kann ich den Test ausführen. Das bedeutet also, dass die Geräte, die am Anfang vorgelagert sind, mehr Aerosol abbekommen. Es kann also 2-3 Stunden dauern, bis wir das Ganze getestet haben. Da müssen wir eine Maske tragen. Wir haben festgestellt, dass der erste Filter während dieser 2,5 Stunden so 4-5 Zentimeter Öl abgesondert hat im HEPA-Filter zweimal jährlich. Das bedeutet, es gibt einen drastischen Druckabfall, einen drastischen Druckverlust. Die Staubmenge steigt an, man spart keine Energie. Also wählen Sie den richtigen Filter. Aus diesem Grund haben wir heute bessere Möglichkeiten. Es ist besser, wenn man lokal testet und nur dort Aerosole einsetzt, Prüfaerosole, wo gerade ein Filter, ein Gehäuse getestet werden muss, nicht die ganze Anlage. Es gibt auch andere Möglichkeiten der lokalen Injektion von Prüfaerosolen. Wir haben eine flexible Röhre für den Eintritt, geht nach oben. Wir arbeiten aber nicht mit einem einfachen Rohr, das ist nicht ausreichend, nicht aussagekräftig für eine gute Verteilung des Aerosols. Wir müssen für eine gleichmäßige Aerosolverteilung plus minus 20% sorgen. Nun, leicht montierbar mit dieser einfachen Leitung für den Generalunternehmer Monoblock, aber wird keine gute Aerosolverteilung sicherstellen. Und deshalb ist das auch
keine zulässige Art und Weise, das Gerät zu testen, keine konforme. Es gibt hier auch Luftverteilerplatten, die sicherstellen, dass die Aerosole gut mit der Luft verteilt werden. Dann hat man die beste Verteilung. Ist auch gut, weil das eine Monoblock-Solution ist, die auf einmal installiert werden kann. Aber wir sind natürlich immer noch nicht sicher, dass diese Installation wirklich die richtige ist. Und deshalb haben wir hier systematisch einen sehr hohen DP, einen hohen Druck. Wir haben hier 150 bis 200 Pascal mehr als erforderlich, um da auch diesen Partikeltests zu widerstehen. Das bedeutet viel Energieverschwendung. Wir können eine Anstrengung unternehmen, um hier die richtigen Filter auszusagen. Die MG-Version 70 Pascal, hier verlieren wir 200 und das ist eine hohe Verschwendung. Deshalb ist das auch keine gute Lösung. Was halten wir für die richtige Lösung? Nun, dies hier, Clean Field Integrity, gleiches Gehäuse wie vorher, aber wir haben jetzt noch einen weiteren Einlass. Und dort können wir dann an diesem Anschluss die Aerosolverteiler anschließen. IntegriPod besteht auch einem rostfreien Stahl-Injection-Loop mit verschweißter Versiegelung. Und das ist alles, was wir brauchen. Und es müsste möglich sein, die ganzen Geräte auch mit jedem anderen Standardgehäusen einzusetzen. Wie funktioniert das? Wir haben einen Generator und wir schließen die Aerosol-Generatoren an diesem Anschluss im Gehäuse. Es gibt ein kleines Werkzeug, damit das Ganze leichter vonstatten geht, um das an den Filter anzuschließen. Und dann wird dieser Anschluss an IntegriPod angeschlossen, verteilt die Aerosole und wir empfehlen einen Abstand von 2 Meter. Wenn ein Abstand von 2 Meter nicht geht, dann reicht 1 Meter, aber für weniger als 1 Meter müssten wir uns unterhalten. Könnte funktionieren, aber muss geprüft werden. Eine weitere Möglichkeit, mehrere Gehäuse anzuschließen, aus der Distanz Injektion für 1 bis 5 Clean Seal Gehäuse. Das ist ein wandmontiertes Gehäuse im oder außerhalb des Reinraums. Der kann jetzt angeschlossen werden an alle die IntegriBox. Dann wählen wir die entsprechenden Anschlüsse einen nach den anderen an. Den ersten Anschluss, den zweiten Anschluss und so weiter. Ja, schauen wir uns das von außen nochmal an. Hier haben wir den gesamten Cleaner Room und hier haben wir die IntegriBox, die bereits integriert ist. Der Partikelgenerator muss also auch im Reinraum sein und wir brauchen nur eine Person, denn hier wird das Ganze an das entsprechende Gehäuse angeschlossen und dann wird der Test durchgeführt. Also wir brauchen nur eine Person, um die gesamte Validierung vorzunehmen. Und wenn innerhalb im Reinraum kein Partikelgenerator gewünscht ist, kann man das auch von außerhalb tun und kann das dann über diese Anschlüsse vornehmen. Wir brauchen dafür aber eine zweite Version, um den Anschluss zum Generator zu den Anschlüssen, zu den anderen Anschlüssen, den Ports herzustellen. Genau, dazu brauchen wir eine zweite Person. Ja, das war Clean Seal Integrity für den Einlass und für den Integritätstest. Ich möchte aber auch über Abluftgehäuse sprechen. Wir haben unsere Clean Seal Familie etwas erweitert und haben somit auch Anwendungen für Abluft eingeführt. Clean Seal Abluft hat das gleiche Prinzip wie der Einlass, aber es gibt einen kleinen Unterschied in Sachen Wasserzuführung.
Hier kann entweder ein Vorfilter eingesetzt werden oder nicht, je nach Version. Und wir haben weiterhin unsere Standardmerkmale, wie zum Beispiel die Einspannung und so weiter. Der Türverschluss erfolgt auch ohne jegliche Werkzeuge. Das ist lediglich auf Druck funktioniert das Ganze. Wir brauchen also keine Tools dafür. Wir haben auch einen leichten Zugang zum DP-Port und somit werden die Filter nicht beschädigt. Es wird auch nicht eingeklemmt. Hier haben wir ein kleines Instrument, um die Tür einfach zu öffnen. Also wir haben eine Art Stopper hier eingeführt. Hier sehen wir den Wechsel eines Vorfilters. Lediglich muss die Klappe geöffnet werden. Das wird hineingegleitet und dann wird es wieder geschlossen. Somit wird der HEPA-Filter vor großen Partikeln geschützt, die aus dem Raum hineinkommen könnten. Also es ist sehr einfach, ein sehr einfacher Reinigungsprozess. Ja, was die Installation in der Wand betrifft, so müssen wir etwas weiter überlegen. Hier gibt es einige komplizierte Angelegenheiten. Denn wenn wir es in die Wand installieren, dann haben wir weiterhin diese Montageblocks und vielleicht haben wir nicht von allen Seiten her den gleichen Zugriff auf diese Blöcke. Vielleicht gibt es andere Lösungen, die haben wir eingeführt. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen in dieser Animation. Also ein Verriegelungskit zur Installation. Das Ganze braucht dann weniger als 5 Minuten, um es installieren zu können. Wir verwenden diese Blechwinkel von beiden Seiten und dann können wir es, wie gesagt, einlocken. Es wird komprimiert und somit ist auch das Gehäuse dann fixiert. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden, ja? Und übrigens, das gilt auch für die Installation an der Decke. Wie führen wir Filtertests mit derartigen Gehäusen für die Abluft durch? Wir haben ja gesehen, wie die Luft hineinkommt, aber wie können wir das für die Abluft tun? Wir müssen die Zählerwerte ermitteln nach dem Filter. Und dafür gibt es Standard Anwendungen für eine für eine feste Sonde. Wir müssen die Grundidee dieser Gehäuse verstehen. Wir haben normalerweise abströmige Prüfsonden. Wir müssen dann lediglich den Filter einsetzen, um dann die 100% Konzentration zu ermitteln, also vor dem Filter. Und zu wissen, ob das genügend Aerosol ist oder nicht. Und dann haben wir einen weiteren Probenanschluss, um das zu ermitteln. Wenn wir zu wenig Aerosole haben, dann werden wir wahrscheinlich den aufströmigen Prüfsonde nicht erreichen. Es kann aber auch sein, dass der Injektionsanschluss zu nahe gelegen ist. Das heißt, das Ganze ist nicht gut genug verteilt und wir können es nicht richtig messen. Oder wir haben eine Leckage am Filter und dann kann es versehentlich zur Abluft kommen und es kann aber nicht gemessen werden, weil, wie gesagt, dann keine statische Messung, keine feste Messung ermöglicht ist. Normalerweise ruft dann der Werker den
die Instandhaltung und sagt, ja, das funktioniert nicht und hier mögen wir vielleicht mehr Aerosol haben, aber die feste Sonde misst trotzdem nichts hinter dem Filter. Was kann die Antwort darauf sein? Wir können dann vielleicht abströmige oder besser entwickelte, weiterentwickelte abströmige Prüfsonden zu haben, um das messen zu können. Aber trotzdem können wir das Ganze nicht garantieren. Lediglich können wir eine Garantie über vollständiges Scannen geben. Für diesen Fall verwenden wir eine mehr Punkte Aerosol-Injektion, also eine gute Diffusion ist somit sichergestellt, auch wenn wir geringe Volumina von Aerosol einsetzen. Somit ist die Belastung der Filter über Ölreste auch nicht so stark. Die Lebensdauer verlängert sich. Also somit haben wir dann eine auch genaue Messung, unabhängig davon, wie viel durch den Filter geht. Wir können prüfen, ob es Leckagen gibt, Undichtheiten über den gesamten Filter hinweg. Das heißt, wir haben einen vollständigen Durchmesser des Luftstroms und das ist gut, das brauchen wir. Dann haben wir eine Mobile Integrity Probe. Ich möchte das kurz erläutern. Wir können auch feste Sonden verwenden, aber dafür müssen wir zumindest das Ganze einen Meter nach dem Filter installieren und das wäre schon über die Grenzen des Gehäuses hinweg. Das heißt, wir müssen alles innerhalb des Gehäuses prüfen. Je näher am Filter, umso besser. So schaut das Ganze aus. Sie haben das draußen schon gesehen. Wer online zugeschaltet ist, wird es wohl über Videos und Animationen sehen müssen. Aber das Gehäuse an sich sieht schon aus wie ein Reinraum. Wir haben einen Modularkörper hinzu mit einem MEP-Modul. Haben auch das Ganze 100% auf Druck getestet. Wir verwenden die verwendeten Dichtungsringe auch für Sicherheitsgehäuse, also ist dies auf jeden Fall gewährleistet. Darüber hinaus haben wir eine Kontrollbox, das ist der Zugangspunkt vom Raum aus. Hier können wir auch das Manometer zuschalten, das ist hier auch installiert. Und hier agiert dann die Sonde, dass es Scan bewegt und somit werden dann auch die Partikel gezählt über einen Photometer. Wir haben einen flexiblen Zugang zu unserem MIP-Drive. Wir haben den sogenannten MIP-Driver, der dann auch per Kabel oder über die Batterie mit Strom versorgt wird. Ich habe hier ein Video über den gesamten Prozess. Ich hoffe, der Ton funktioniert auch. Hier werden besonders gefährliche Partikel entfernt, um unsere Produkte zu schützen und das Umfeld zu schützen. Das Ganze wurde entwickelt, um einen sicheren Umgang mit diesen Komponenten zu gewährleisten. Das Netzdesign ermöglicht eine einfache Installation des Filters, des Vorfilters. Und darüber hinaus gibt es eine Anpassung an die jeweilige Filtergröße, ohne dass dafür Werkzeuge erforderlich wären. Die manuelle Integrity Probe ermöglicht dann auch die genaue Messung und die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit. Eine Testsonde kann auch zusätzlich hinzugegeben werden, die Aussetzung gegenüber den Aerosolen genau noch einmal zu überprüfen. Hier können wir unsere Prozesse und unser Umfeld, natürlich auch die Mitarbeiter, schützen. Ja, ich finde dieses Video toll, wunderbar. Ja, funktioniert. Wie funktioniert das?
Ja, was haben wir getestet? Wir haben es getestet und haben es verglichen mit unseren ISO-Werten. Hier haben wir verschiedene Filter untersucht. Wir haben sie in die Mitte gesetzt mit 0,5 bis 0,8. Hier haben wir die entsprechenden Leckagen feststellen müssen, in der Mitte, aber auch an der Ecke. Und dann haben wir eine Undichtheit von 1,6 mm am Dichtungsring feststellen müssen. Wir haben Aerosol über hier über die Haube eingelassen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ISO 14.6443, hier haben wir keine Leckagen an der Ecke, auch nicht in der Mitte, unabhängig davon, welche Größe es waren, feststellen konnten, aber wir konnten die Undichtheiten am Dichtungsring feststellen. Aber mit MIP haben wir folgende Ergebnisse erzielt. Wir haben auch Undichtheiten am Dichtungsring feststellen können, aber auch in der Mitte und zum Teil an der Ecke, die 0,5 Partikelgröße nicht, aber bei ab 0,8 konnten wir sie ausfindig machen. Also, das entspricht sozusagen auch den ISO-Prinzipien. Ja, zusammenfassend kann ich Folgendes sagen. Das Design dieses Gehäuse ist weiterhin modular. Also können wir es auf unsere Bedürfnisse zuschneiden. Wir haben 6 verschiedene Größen. Wir können es für die Wandinstallation, aber auch für die Deckeninstallation verwenden. Wie ich bereits gesagt habe, wir haben verschiedene Klappen mit oder ohne Vorfiltern und für den Anschluss können wir das Ganze entweder viereckig bzw. rund gestalten. Was die Testtauben betrifft, zur Aerosolanalyse, Aufgabe, haben wir auch die entsprechenden Tests durchgeführt und sehen, dass somit die Diffusion von der Aerosole viel besser gewesen ist, als es überhaupt vorgeschrieben war in der Norm. Wir haben unser System wirklich mit Aerosolen überschwemmt, direkt injiziert und somit konnten wir die Filter auch testen. Unsere Messungen sind auch übertragbar, wiederholbar. Wir haben auch keine falschen Fehler. Das heißt, wenn wir den Filter in der falschen Position haben, kommen wir nicht zu einem falschen Ergebnis, weil vielleicht die Konzentration anders verteilt worden ist. Ja, jetzt die Filterleistungsmessung. In der Pharmaindustrie gibt es verschiedene Standards, Vorschriften, Normen. Und die einzelnen Organismen haben das unterschiedlich geregelt. Wir als Filterhersteller haben die EN 18.22 als Norm und die ISO 29.463. Und das findet, wie gesagt, auf unsere Tests Anwendung. Das Prinzip ist eigentlich gleich. Es wird eine Vorfiltrierung der Luft vorgenommen. Und dann gehen wir weiter und messen die Größe, sehen, ob es hier gegebenenfalls Undichtheiten gegeben hat. Und diese Ergebnisse werden dann wiedergespiegelt im Prüfprotokoll. Diese Dokumentation ist sehr wichtig. Also je nach Filtertypen, H13, H14, H15 und so weiter. Und jetzt haben wir auch andere Bezeichnungen, also nach ISO 29463 und so weiter. Und dann gibt es auch Zwischenkategorien, um diese amerikanischen Werte mit wiederzuspiegeln. Das sind die Scan
Ergebnisse der protokollgeforderten Proben. Aber hier sind nicht alle notwendigen Informationen enthalten. Man muss klar sagen, welche Maschinen werden geprüft, welche Norm wird angewandt und welche Partikel sind verwendet worden zur Probe der Filter. Wir müssen wissen, wann genau, also an welchem Tag, um welche Uhrzeit der Test durchgeführt worden ist und wie viele Partikel dann auch Abströme gezählt werden. Wir müssen die Seriennummer des Gehäuses haben und auf der anderen Seite haben wir die Ergebnisse des Tests aufgeführt, um zu sehen, ob H14 auch als solcher ausgewiesen worden ist. Hier haben wir die Partikelgröße, die Anzahl der Partikel vor dem Filter, die Temperatur und so weiter. All dies muss im Prüfprotokoll wiedergespiegelt sein. Also wenn Sie ein Protokoll bekommen und darin steht, alles ist okay, das reicht nicht aus. Es müssen viel mehr Parameter hier berücksichtigt werden. Nehmen Sie wirklich keine Protokolls entgegen, wo gesagt worden ist, ja, die Probe dieser Test ist überwunden worden. Nein, das reicht nicht aus. Alle Megalam-Filter müssen so etikettiert sein. Hier sind die Grunddaten aufgeführt, das ist also das wichtigste Etikett. Und dann haben wir das Etikett des Kunden. Und das dritte wäre dann der Aufkleber, das Etikett des Gehäuses. Also auf dem Filter sind die beiden ersteren vorhanden. Und dann gibt es noch Raum, um gegebenenfalls eine weitere Identifizierungsplakette hinzuzufügen. Ja, was bedeutet das mit den Etiketten? Ja, je nach Bedürfnis natürlich. Das Protokoll, was ich bereits angesprochen habe, gibt uns manchmal nicht genau die Information, wo der Filter situiert ist. Manche wissen es nicht genau oder haben den Überblick verloren. Das macht nichts, denn wir haben alles in unserer Datenbank hinterlegt. Das heißt, wer das Protokoll, das Scan-Test-Protokoll verloren hat und nicht mehr weiß, wie er darauf zurückgreift, dann können wir als Kampffehl-Mitarbeiter sind dann so nett und geben dieses Protokoll weiter. Geben Sie mir aber dafür bitte die Seriennummer. Die Seriennummer steht auf dem Etikett und wenn der Kunde dann sagt, ja, er findet es nicht, dann sagen wir ihm, ja, dann muss der Filter vielleicht rausgenommen werden. Das ist aber nicht die gute Idee. Wie können wir es dann lösen? Also wir prüfen dieses Etikett. Wir haben diesen kleinen Teil aufgenommen, wo die Seriennummer und der QR-Code dazu verzeichnet sind. Und das ist am Rand des Filters aufgedruckt. Das kann man auch lateral einsehen. Seriennummer, damit kann ich mich nah an Kampffehl wenden und dann bekomme ich das Protokoll zugeschickt. Ja, das ist mein Telefon, tut mir leid. Also, hier kann ich Ihnen zeigen über die App, wie das Ganze funktioniert. Also, ich kann den Filter identifizieren. Ich kann die Seriennummer eingeben. Das steht auf dem Filter oder noch einfacher mit meiner Kamera im Handy kann ich dies einscannen. Ich gehe, wie gesagt, zum Filter, sehe den QR-Code und scanne ihn und dann bin ich schon online und dann kann ich mir sofort das Prüfprotokoll herunterladen. Ja, und so einfach ist das. Man bekommt dann ganz einfach das Protokoll. Das kann ich dann zu meinen Ergebnissen hinzufügen. Und ja, und wenn ich will, kann ich das auch teilen. Und ich kann dann die Merkmale von einem bestimmten Raum auswählen und das dann weitergeben. Und in diesem Fall habe ich Microsoft Teams verwendet und habe das dann, wie gesagt, abgesprochen mit meinen Kollegen. Ja, das habe ich in diesem Fall nicht getan. Es war in einer anderen Gruppe, aber Sie verstehen mich schon. Ja, das ist die Idee, die dahinter steht. Ja, ich hoffe, dass wir damit viele Probleme gelöst haben. Und jetzt möchte ich Sie auffordern, die Sie diesen QR-Code noch nicht Google Play oder App Store. Und ich möchte es dabei belassen und zeige dies jetzt für eine Weile an. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit
und wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Tag. Vielen Dank, Benjamin. Das sind ja gute Neuigkeiten. Jetzt kommen wir zum Abschluss der Vorträge und komme noch zu einer Frage. Gibt es Fragen? Wenn nicht, dann kommen wir zum letzten Vortrag zur Messung der Luftqualität in Innenräumen. Gibt es Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Wie erwähnt, kommen wir zum letzten Vortrag, betrifft Qualität der Luft in den Innenräumen. Sie wissen, es gibt da ohne Normen bezüglich der Luftqualität und oft weiß man gar nicht, ob man die erfüllt. Es geht jetzt um nicht klassierte Innenräume wie zum Beispiel Büroräumlichkeiten. Camfil hat in seinem Angebot auch solche Audits vorgesehen für die Messung der Luftqualität. Wir haben in unserem Team ausgebildete Techniker, die zugelassen sind für die Messung der Luftqualität in Innenräumen. Rumen Baimonde wird das Wort ergreifen. Er ist zuständig für den Bereich Spanien und Herr Hoppenhab, Direktor der Unternehmung Radical Health, ebenfalls. Guten Tag, allerheit. Hört man mich? Ja, man hört ihn. So, können Sie mich alle hören? Gut. Also dann los. Wir sprechen von Luftqualität in Innenräumen. Luftqualität in Innenräumen, ein Konzept, das wir brauchen für die Evaluierung der Luftqualität in Innenräumen, wie es schon der Begriff sagt. Warum muss das getan werden? Weil das auch mit der Gesundheit und dem Komfort von Menschen zu tun hat. Ist wichtig, wie Vizepräsidentin sagte, wir verbringen bis 90% unseres Lebens in Innenräumen. Die Luft in Innenräumen ist vielleicht 50 Mal kontaminierter als die Außenluft, kann also eine große Einwirkung auf die Gesundheit haben. Wenn von Luftqualität die Rede ist in Innenräumen, dann müssen verschiedene Zeitpunkte berücksichtigt werden. Zum einen das Design, wenn wir eine Anlage entwickeln, müssen diese Eigenschaften der Luftqualität in Innenräumen berücksichtigt werden. Wenn ein Gebäude gebaut wird, muss die Luftqualität im Inneren berücksichtigt werden. Dann gibt es auch Inspektionen, Audits. Auch hier muss für gute Luftqualität gesorgt werden. Und da gibt es auch ISO-Qualitätsnormen wie die 19001. Und dann gibt es auch Hersteller, welche ihre Wirksamkeit nachweisen. Die müssen ebenfalls zertifiziert sein. Und das gesamthaft hat auch einen Bezug auf eine Norm für die Energieeffizienz. Gibt eine verbindliche Norm. Und wenn hier von Auslagekonstruktion die Rede ist, von Ausführung, Fertigung und Wartung, müssen auch eine Reihe von Variablen berücksichtigt werden. Ein Beispiel, wenn ein Gebäude entworfen wird, ist der Standort wichtig, der Einsatz des Gebäudes, die Belegung, die Auflagen an Innenausstattung, die Frischluftzufuhr, andere Auflagen mehr. Und ebenfalls sehr wichtig ist, dass man sich an die Designauflagen hält und nicht einfach selbst
etwas entwickelt, was nicht zugelassen ist. Also wenn etwas entwickelt wird, muss es auch zertifiziert werden. Und es ist möglich, dass man im Handel auch Geräte wirbt, die den Auflagen nicht entsprechen. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Wir sprechen hier von Gesundheit. Wir müssen die Gesundheit gewährleisten. Die richtige Inbetriebnahme ist ebenfalls ausschlaggebend. Nur so können wir für saubere Luft sorgen. Das ist eine Frage des Designs. Und einhergehend müssen wir auch eine Reihe von Qualitätsparametern erreichen, und zwar über die ganze Einsatzzeit. Und wenn von Wartung die Rede ist, muss stets qualifiziertes Personal zum Einsatz kommen. Wichtig ist es auch, dass diese Qualitätsaudits nach den Normen durchgeführt werden und die ganzen Rohrleitungen richtig geprüft werden, zugelassene Filter eingesetzt werden, nicht irgendwelche Billigprodukte, die es auf dem Markt gibt. Und ebenfalls sehr wichtig und für mich fast das Wichtigste ist, dass all dies dokumentiert wird und dass dies in einem System für die stetige weitere Verbesserung dokumentiert wird. RITE RD 1751 1998 erwähnt das Thema schon. Damals waren wir normkonform, haben aber unsere Einrichtung seither verbessert und es gab auch weitere Entwicklungen. Und jedes Mal müssen wir uns an die Normen anpassen. Und wenn wir kein Qualitätssicherungssystem haben, dann ständiges Qualitätssicherungssystem, bleiben wir außen vor. Und das gilt schon seit 24 Jahren. Wir müssen flexibel bleiben, müssen uns anpassen an die Messung und Beurteilung der Innenluft. 50% der Großunternehmen führen solche Prüfungen durch, aber nur 6% haben auch ein entsprechendes Qualitätssicherungssystem für die Innenluft. Und 50% testen die Luft gar nicht. Und 94% der Unternehmen, die keinen Test durchführen, haben auch keine Anlagen, die normkonform sind. Was fordern diese RITE-Normen? Sie fordern eine Luftqualität, die 24-67% verbessert wird. Hier haben wir die wichtigsten Normen, die im Laufe der Zeit veröffentlicht worden sind. Wir haben RD 178 und ja, die gilt während des ganzen Bauprozesses und des ganzen Einsatzes des Gebäudes. Die Energieeffizienz und andere weitere Auflagen mehr müssen ebenfalls erfüllt werden. Da haben wir auch die Norm für Innenluftqualität. Und wenn wir die Anlage in Betrieb nehmen, muss alles nachgewiesen werden, Jahr für Jahr. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Inbetriebnahme richtig vonstatten geht. Wir müssen mindestens die Werte des ersten Jahres erreichen. Hier sind die ganzen Normen einzeln aufgeführt. Die Normen, die wichtig sind, die wir kennen müssen, wenn es um Innenluftqualität geht. Und jede der Normen verweist uns jeweils auf einen Punkt und eine weitere Norm. Wichtig ist für Gebäude ohne 17, 13, 30, dann aber auch die 10, 0, 0, 12, die 13, 7, 7, 9, die 14, 6, 4, 4 ebenfalls. Und da geht man auch nach ISO vor. Und da muss man also all diese Normen berücksichtigen. Und ja, die Norm ISO 16890 handelt von Filtern, dann weiter die EN 1822,
und so weiter für absolute Filter. Ein technischer Ausschuss, Normungsausschuss befasst sich mit diesen ganzen Normen. Dann gibt es Dekrete, Gesetzesdekrete, welche diese ganzen Normen umsetzen. Ja, wenn wir uns nicht an diese Voraussetzungen halten, können wir auch nicht für eine gute Luftqualität sorgen. Dann haben wir eben dieses Syndrom des Krankengebäudes. Und die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass rund 30% der neuen Gebäude eben an Krankheiten leiden. Und das beeinträchtigt natürlich die Gesundheit der Benutzer. Und da heißt es nicht, dass da Feuchtigkeit an der Luft, in der Wand erkennbar wäre und so weiter. Aber dass die ganzen Auflagen nicht erfüllt werden. Hier haben wir dann eine ganze Liste von Symptomen, die so entstehen können. Kopfschmerzen, Irritierungen, Erkältungen, Trockenheit in den Atemwegen, Übelkeit, Schnarchen, Müdigkeit, trockene Haut und so weiter. Alles durch schlechte Luftqualität verursacht. Und wenn die Leute krank werden, dann kommt es zu einem höheren Krankenstand. Und schlechte Luftqualität kann bis zu 5% Steigerung der Fehlzeiten verursachen. Oder ein 5% des Krankenstands verursachen. Und deshalb ist es angezeigt, dass man hier nachrüstet, für saubere Luft sorgt und die obsoleten Systeme durch neue Systeme ersetzt. Es gibt ja auch Studien, die dann nachweisen, dass eine schlechte Innenluftqualität die Leistung reduziert, die Leistung um bis zu 15% reduziert. Also es zeigt sich, dass ein Gebäude mit einer guten Innenluftqualität auch sich auszahlt, die Schlafqualität verbessert sich und die kognitiven Fähigkeiten sind um 26% besser und die Schlafqualität um 6,4% und es entstehen 30% weniger Symptome, die durch solche schlechte Luft verursacht werden. Sehr interessant, was es alles für Auswirkungen gibt. Hier zur Norm 17, 13, 30, eine Norm für Mindestauflagen an Innenluftqualität. Ich werde jetzt nicht auf alle Kriterien eingehen. Mein Kollege Uwe kommt dann auf dieses Thema zu sprechen. Ich möchte nur eines herausgreifen. Was hier festgehalten wird, ist, wir müssen die ganzen Klimaanlagen auch nach hygienischen Anforderungen prüfen. Das bedeutet, dass man diese Geräte öffnen muss, mikrobiologische Proben entnehmen muss und wenn die Rohrleitungen verschmutzt sind, müssen sie gereinigt werden. Es ist also sehr wichtig, dass die relative Luftfeuchte, die Temperatur gemessen werden und für eine gute Temperaturführung gesorgt wird. Wir müssen auch das Monoxid und Dioxid prüfen. Damit kommen wir zu den weiteren Normen, die zu diesem Punkt wichtig sind. Zur Norm für Luftqualität, für mikrobielle Kontaminierung, für die Messung der kontaminierenden Partikel. Da spielt die Norm 1449 eine wichtige Rolle und schon wieder die bekannte ISO, die bekannt ist, wenn wir nach ISO 8, 7 oder 6 zertifizieren, dann müssen wir auch diese Normen berücksichtigen und wissen, wie wir vorgehen müssen, damit wir hier für eine zulässige Partikelkonzentration sorgen. Das bedeutet, wir müssen uns auch auf diese Norm berufen, die hält fest, welche Filter eingesetzt werden müssen und wie es um die Energieeffizienz steht. Die muss nachgewiesen werden. Wenn wir also eine Effizienz nachweisen können,
dann gibt es da entsprechende Vorlagen und die Effizienz muss den Auflagen der Eurovent 423 entsprechen. Das heißt, alle Hersteller werden nicht gleich evaluiert. Es heißt, ein Filter, der nicht nach Eurovent zertifiziert ist, solltet ihr nicht einsetzen. Wenn ein Gebäude irgendwo in einem kontaminierten Bereich steht, in einem Industrieviertel, dann braucht es auch einen Gasfilter. Und ja, und jetzt kommen wir zum Punkt der Pandemie. Auch beim Rückstrom, beim Abstrom muss dafür gesorgt werden, dass hier Viren ausgefiltert werden können. Aber wenn wir schon die Normen nicht kennen, können wir natürlich nicht sicherstellen, dass wir hier einen Filter haben, der diesen Auflagen genügt. Vielleicht braucht es einen absoluten Filter. Hier haben wir UNE ISO 16898. Hier werden die ganzen Auflagen einzeln aufgeführt. Die Norm 13053 von 21 zeigt, wann ein Filter ausgewechselt werden muss. Und ja, früher hatte man mehr Möglichkeiten, mit verschiedenen Druckwerten zu arbeiten, aber jetzt ist das nicht mehr möglich. Jetzt müssen wir jede Maschine, jeden Filter in jeder Phase prüfen und das Kriterium auch weiterhin erfüllen. Und für Filter wie EMP1 und so weiter gibt es da genaue Auflagen. 100 Pascal mal 3. Niedrigster Wert. Sie sehen, diese ganzen Normen schließen den Kreis. Wir gehen durch und müssen sicherstellen, dass die Innenluftqualität auch wirklich stimmt. Es gibt da einiges zu berücksichtigen. Wir verbringen viel Zeit in Innenräumen. Deshalb muss dieses Thema ernst genommen werden. Und zwar während der ganzen Lebenszeit eines Gebäudes vom Design über den Bau bis zum Einsatz. Das ist eine Frage der Gesundheit, gerade in Zeiten der Pandemie. Viele Leute haben Familienmitglieder verloren und deshalb ist dieses Thema ernst zu nehmen. Außerdem sind wir auch dazu verpflichtet. Ich bedanke mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, mal sehen, ob das funktioniert. Hallo, können Sie mich hören? Ja, also schönen guten Tag, buona tarda, sagt man in Katalonien. Und herzlich willkommen an alle, die aus Europa zugeschaltet sind. Ich bin Uwe Hoppenrath. Ich bin Mitgründer des Unternehmens Radical Healthcare, das mit Campfil in verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet, wie zum Beispiel der Vertrieb von Camp Cleaners. Und diese Produkte begleiten wir mit einer Reihe von maßgeschneiderten Dienstleistungen. Eine dieser Dienstleistungen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Das ist nämlich die Untersuchung der Innenluftqualität. Der rechtliche Rahmen ist uns jetzt schon perfekt von Ruben vorgestellt worden. Also, wir führen derartige Untersuchung ausgehend von UNE 17.1330 durch. Was ist unser endgültiges Ziel, das Ziel dieser Untersuchungen? Letztlich möchten wir eine gute Luftqualität in Innenräumen herbeiführen, um somit das Wohlergehen und den Komfort von Bewohnern dieser Räume sicherzustellen. Die Weltgesundheitsorganisation informiert regelmäßig über den Zustand der Umwelt in der Welt. Und im letzten Bericht aus dem Jahr 2019 wird gesagt, dass fast die gesamte Weltbevölkerung in Bereichen wohnt, wo die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation nicht eingehalten werden.
92% der Weltbevölkerung atmet verschmutzte Luft ein. Und jährlich sterben 7 Millionen Menschen vorzeitig aufgrund der Luftverschmutzung. Das ist unglaublich. Allein in Europa sind es 500.000 und in Spanien 30.000 frühzeitige Todesfälle pro Jahr. Und diese Zahl nimmt zu. Man geht davon aus, dass 2050 diese Zahl weltweit 10 Millionen betragen wird. Und die schlimmste Nachricht ist, dass wir zwar eine Impfung gegen Covid gefunden haben, aber gegen dieses Problem wird es keine Impfung geben. Wir Menschen haben wunderbare Dinge erreicht, aber das war ein schwarzer Zauber oder ein brauner Zauber. Wir haben etwas Unsichtbares in etwas Sichtbares verwandelt. Das heißt, wir haben es geschafft, die Luft so weit zu verunreinigen, dass man sie schon aus der Entfernung sehen kann. Hier sehen wir Fernaufnahmen von Madrid und Barcelona und wir sehen ganz deutlich, dass dies nicht gerade sehr gesund ausschaut. Wenn wir an Luft denken, dann müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Lufttypen. Außenluft, das ist die Grundlage dessen, was wir auch im Inneren von Gebäuden einatmen. Und wenn wir vom Originalrezept ausgehen, das hat uns die Natur gegeben, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff. Und andere Gase sind 1%. Und dem haben wir Menschen in unserer Entwicklung im Zuge der industriellen Revolution und durch unsere Erfindungen weitere Zutaten hinzugefügt, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoff, halbflüchtige Stoffe, zahlreiche chemische Produkte, um letztlich diese unsichtbare Luft sichtbar zu machen. Wenn wir die Luftqualität untersuchen, dann gehen wir der PDCA-Philosophie nach. Das heißt, Planung, Tun, Überprüfen und Agieren. Wenn wir das übertragen auf 1330, haben wir 7 Schritte, die, wenn wir ein Unternehmen zum Beispiel untersuchen, Sachen, Luftqualität. Diese Schritte werden dann nach und nach geführt. Zunächst wird ein Inventar aufgestellt. Das heißt, bevor wir in ein Unternehmen gehen, bitten wir im Voraus schon Informationen. Und je mehr Informationen wir beim Gebäude haben, umso besser. Wir bitten um Projekte, Pläne, Instandhaltungspläne. Welche Klagen hat es gegeben seitens der Benutzer? Gibt es Berichte des Mediziners, des Betriebsarztes, wenn es diesen gibt? Und dann führen wir auch Interviews mit des Unternehmens, ob sie sich gut fühlen, ob alles gut läuft oder nicht. Und für diese Untersuchung ist sehr wichtig zu wissen, wo genau sich das Gebäude befindet. Denn es ist nicht das Gleiche, ein Unternehmen in einem Industriegebiet zu haben, das umgeben ist von kontaminierenden Fabriken und Werkstätten, als wenn wir jetzt hier sind in einem Gebiet, wo es wenig Verschmutzung gibt. Letztlich die Aktivität des Unternehmens ist auch ausschlaggebend. Wie viele Mitarbeiter sind auf einem bestimmten Raum zusammen und letztlich welche Material ist verwendet worden, als das Gebäude errichtet worden ist. Denn aufgrund des verwendeten Materials, des Anstrichs, der Farbe, der Möbel und so weiter, können wir ermitteln, welche Partikel ausgesendet wird und was letztlich die Innenluft beeinflussen kann. Hier haben wir es mit einer Gruppe von endogenen
kontaminierenden Stoffen zu tun, die hinzukommen zu jener Luft, die von außen gegebenenfalls kontaminiert ins Gebäude führt. Es gibt, wie gesagt, chemische Stoffe, die hinzukommen, die manchmal sogar unbekannt ist. Das heißt, je weniger Stoffe wir in der Luft haben, umso besser, natürlich. Natürlich konsumieren wir dann auch die Luft- und Wasserleitungen auf den entsprechenden Plänen. Schritte treffen wir als Luftqualitätsexperten gewisse Entscheidungen, um potenzielle Risiken für bestimmte Luftqualitätsparameter auszuschalten. Und in dieser Phase wird noch nichts gemessen, es werden keine Proben entnommen, gar nichts, sondern wir führen lediglich eine visuelle Prüfung des Gebäudes durch, um zu ermitteln, ob wir signifikante Aspekte aufwendig machen können, und wir müssen ermitteln, wie diese Aspekte dann an Bedeutung bzw. an Schwere gewinnen können. Der Fachmann entscheidet dann, wann, wo etwas und wie viel gemessen wird. Und dann sind wir schon in der Messphase. Hier werden die einzelnen Parameter dann quantifiziert. Wir führen Messungen durch. Einige sind obligatorisch, andere sind ergänzend. Das werden wir gleich sehen. Wir führen direkte Messungen durch mit entsprechenden Ausstattungen. Wir entnehmen Proben im Gebäude, repräsentative Proben, und entnehmen auch Proben, um eine mögliche biologische Kontaminierung in den Leitungen zu messen. Sowohl an der Oberfläche als auch in der Luft, die durch die Rohre geleitet wird. Davon ausgehend wird das Risiko für das Gebäude gemessen. Und hier verwenden wir zwei Kriterien, ausgehend von der 170330. Wir haben zunächst die Komfortwerte und dann haben wir die Grenzwerte. Grenzwerte dürfen in keinem Fall überschritten werden. Wenn wir einen Grenzwert überschreiten würden, dann würde das Gebäude sofort eine Nichtkonformitätsbescheinigung bekommen. Und was die Komfortwerte betrifft, so ist die Norm etwas breiter angelegt und besagt, dass zumindest 75% aller Parameter, die gemessen werden, erfüllt werden müssen. Wird die Ursache ermittelt, weshalb die übrigen 25% nicht erfüllt werden, und wenn dies ermittelt wird, müssen Abhilfemaßnahmen definiert werden. Das heißt, Probleme müssen zunächst identifiziert werden und es muss herausgefunden werden, wie dem vorgebeugt werden kann, dass nämlich die Innenluft sich nicht weiter verschmutzt. Und wenn wir dies ermittelt haben und wissen, dass die Qualität im Innenbereich von Variablen abhängt, dann nutzt es jetzt nichts, das nur einmal im Jahr zu prüfen. Wir haben dann eine Momentaufnahme an einem bestimmten Tag. Aber Variable besagt auch, dass sich das verändern kann. Das heißt, ein paar Tage später kann die Situation schon anders ausschauen. Deshalb müssen wir eine Vollaufnahme anfertigen. Das heißt, eine Art Video anfertigen und nicht nur eine Momentaufnahme, um dann auch ein Managementsystem aufzustellen. Ruben hat über die ISO 9100 gesprochen mit den entsprechenden Instandhaltungsprogrammen und so weiter. Letztlich besteht das Ziel darin, dies in ein Managementsystem aufzunehmen, wie zum Beispiel die ISO 9001. Die Norm gibt uns Parameter vor, die obligatorisch einzuhalten sind, zu messen sind und stets zu überprüfen sind. Und das sehen Sie hier aufgeführt.
Zunächst haben wir die hygienische Bewertung der Klimasysteme, der Klimaanlagen. Ruben hat das schon angesprochen, also die Temperatur, die relative Feuchtigkeit und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, das können Sie auch schnell durchlesen. Und abgesehen von diesen obligatorischen Parametern müssen wir dann entscheiden und das ausgehend von unserem Besuch vor Ort und unserer Einschätzung, dann gibt es, wie gesagt, andere Parameter, die ergänzend mit hinzugenommen werden, wie zum Beispiel die Lärmbelästigung. Der Lärm hat natürlich auch Folgen für den Komfort und das Wohlergehen der Benutzer. Somit wird die kognitive Fähigkeit auch eingeschränkt und weitere Parameter in diesem Zusammenhang sind eine unangemessene Beleuchtung, die Frage, ob es elektromagnetische Felder geben kann, was zu einer elektrostatischen Ladung führen kann, was letztlich auch das Wohlergehen der Mitarbeiter und letztlich auch deren Gesundheit beeinträchtigen kann. Eine semizirkuläre Lipotrophie ist schon in vielen Fällen entdeckt worden. Und dann müssen die Formaldehyde auch ermittelt werden. Das ist auch eine Gefahr. Das muss ausgeschaltet werden. Dieses Risiko muss ausgeschaltet werden, dass, wie gesagt, in diesem Gebäude eine derartige Verschmutzung möglich wäre. Das muss dann kurzfristig geregelt werden. Und andere Fasern, wie zum Beispiel Asbest, diese dürfen dann keinesfalls in der Innenluft in einem Gebäude zu finden sein. Ja, diese Tabelle haben wir schon gesehen. Ich habe bereits gesagt, dass 75% dieser Komfortparameter erfüllt werden müssen. Darüber hinaus muss untersucht werden, weshalb die übrigen 25% nicht erfüllt werden. Das ist diese Spalte auf der Tabelle, wo steht Parameter. Und jetzt möchte ich einige Beispiele ansprechen. Zwei obligatorische Parameter, die wir untersuchen müssen. Zunächst haben wir das Belüftungssystem zu untersuchen. Wir können eine Situation so von wie auf der rechten Seite, aber leider auch so wie auf der linken Seite, wo ganz deutlich Schmutzablagerungen zu sehen sind. Und das kann zu vielen negativen Konsequenzen führen. Das haben wir schon in der Präsentation von Ruben gehört. Das kann sogar zu Krankheiten führen. Das kann Pilze, Sporen und so weiter verbreiten, kann für Asthmatiker und Allergiker zu zusätzlichen Problemen führen und das kann letztlich auch zu einem großen Problem der Atemwege werden. Ein Belüftungssystem ist natürlich beruht nicht nur auf einem Netz, sondern es müssen auch weitere Netze hier mit berücksichtigt werden, wie zum Beispiel das Rücklaufsystem und weitere Teile, wie zum Beispiel die Luftaufbereitungseinheiten, Gitter, die Türen, die Klappen und so weiter. All das muss obligatorisch während einer Inspektion geprüft werden. Der zuständige Techniker muss eine Checklist schon im Vorfeld erstellen. Über das dann die einzelnen Parameter kontrolliert werden. Ein zweites Parameter, das ich jetzt etwas detaillierter erläutern möchte,
ist das Thema des Feinstaubs, der Partikel. Und das muss uns ganz einfach interessieren. So steht das in der Norm. Wir brauchen, müssen drei verschiedene Größen. Wir haben Feinstaub mit einer Größe von PM2,5. Diese Partikel müssen gewogen werden. Halt, das wollte ich nicht. Hier gibt es einen Komfortwert von weniger als 20 Mikronen pro Kubikmeter. Kampfil hat ein Gerät namens Air Image, um derartige Messungen durchzuführen. Das ist ein intelligenter Sensor, der kontinuierlich die Feinstaubbelastung misst. Darüber hinaus können 7 verschiedene Cam Cleaners damit untersucht werden. Und das wird dann entsprechend automatisch auch geregelt. Und dann haben wir noch weitere Partikel, nämlich 0,5 Mikronen und 5 Mikronen. Und das müssen wir dann auch zählen. Also es soll nicht nur verarbeitet werden, sondern wir brauchen einen Partikelzähler hierfür. Und wenn wir ein hohes Niveau von Partikeln dieser drei Größen haben, dann haben wir fast immer die gleiche Ursache vorzufinden. Schmutzige Netze, die unzureichende Filterung, schlechte Instandhaltung und Wartung der Rohre und, wie ich bereits gesagt habe, im Gebäude selbst kann sich die Ursache hierfür finden, das heißt Baumaterialien, die verwendet worden sind und so weiter. Und das führt wiederum zu verschiedenen Problemen, die Folgen haben für die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter. Hier sehen wir ein direktes Messsystem, ein Partikelzähler, wo die einzelnen Größen auch berücksichtigt werden. Und wie wir bereits gehört haben heute, wir wissen, dass 99% aller Partikel sehr klein sind, kleiner als ein Mikron. Und der Rest, das sind die größeren Partikel, die dann auch ein höheres Gewicht aufweisen. Also die kleineren Partikel sind für uns von besonderem Interesse. Das haben wir ja schon gehört. Denn sie können tiefer in unsere Atemwege eindringen. Je kleiner die Partikel, umso tiefer können sie in unser Atemsystem, in unseren Körper eindringen. Die ultrafeinen oder Nanopartikel können sogar über die Alveolen in den Blutkreislauf gelangen und somit durch den ganzen Körper getragen werden, was letztlich zu Krankheiten führen kann und schweren Krankheiten führen kann. Dieses Dia löst auch eines der Geheimnisse der Menschheit, denn wir wissen, dass die Größe doch von Bedeutung ist, dass es auf die Größe ankommt. Aber anders gedacht, also je kleiner, umso gefährlicher. Also, die gute Nachricht ist, dass die Luft in Innenräumen relativ gut zu kontrollieren ist, und man sogar eine bessere Luft herbeiführen kann als in 1000 Meter Höhe in den Alpen, dank der Produkte von Kampfil. Wir haben das Produktportfolio bereits gesehen und wir haben schon gehört, dass das Kampfil ein großes Dienstleistungsportfolio neben seinen eigentlichen Produkten anbietet.
und somit haben wir eine tatsächliche Lösung für die Probleme. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Und in diesem zweiten Teil möchte ich Ihnen Ergebnisse verschiedener Forschungstätigkeiten wissenschaftlicher Natur vorlegen. Und zwar sind das Erkenntnisse von den anerkanntesten Forschungsstätten, teils amerikanische Universitäten. Hier geht es um die Wechselwirkung zwischen Luftqualität und Entscheidung, Beeinflussung der kognitiven Fähigkeiten. Wie groß ist die Einwirkung einer schlechten Luftqualität auf die Beschlussfähigkeit? MIT und die Uni Maastricht haben nachgewiesen, dass man auch bei Schachspielen hier eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten feststellen kann. Sie machen mehr Fehler, wenn die Luftqualität schlechter wird. Und genau das wollte man ja messen. Genau darum ging es in diesem Forschungsprojekt. Schach ist ein Spiel, das sich anbietet, denn da geht es um komplexe kognitive Fähigkeiten, um Entscheidungen unter Zeitdruck. Und genauso ist es auch in der Welt der Unternehmen. Und das interessiert uns natürlich. Das Ergebnis dieser Studie zeigt Folgendes: Wenn man hier die Luftqualität verbessert, man bessere kognitive Fähigkeiten erreicht. Schon nur 10 Milligramm mehr PM2,5 führt zu 26,3% mehr Fehlern bei der Entscheidung. Das zeigt also, da hat also die Luftqualität einen entscheidenden Einfluss. Und was die CO2-Belastung betrifft, sehen wir hier auf der linken Seite, rechts für die zugeschalteten Zuhörer, folgende Feststellung: Ein Anstieg des CO2-Levels schränkt die kognitiven Fähigkeiten wesentlich ein. Das hat sich gezeigt. Und das zeigt sich auch bei etwa 900 ppm CO2 fällt die kognitive Fähigkeit rapide ab. Das betrifft alle. Und bei 1500 ppm parts per million würde ich vielleicht sogar gegen einen gewinnen von diesen Schachchampions, wenn ich gute Luft kriege. Ja, und das waren die Ergebnisse dieser ersten Studie, dieser ersten wissenschaftlichen Studie, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Es gibt aber noch weitere mehr. Oft ist es so, dass die für die Wartung Zuständigen sich mit einem Dilemma auseinandersetzen müssen. Natürlich wäre er vielleicht an einer besseren Luftqualität interessiert. Die Kollegen haben sich schon beschwert, aber er kriegt ganz andere Anreize. Man sagt ihm, du musst die Kosten reduzieren, die Wartung ist zu teuer. Und wie kann er das erreichen? Es werden weniger Einrichtungen erneuert, es wird weniger Außenluft zugefügt. So ist das Ganze im Betrieb billiger und er kriegt einen höheren Bonus. Aber das Gegenteil müsste eigentlich angestrebt werden. Man müsste diese Wartungsbeauftragten anders
stimulieren. Es geht hier nämlich um die Schaffung einer gesunden Arbeitsumgebung. Und sie ist, wie wir gesehen haben, von ausschlaggebender Bedeutung. Die beste Luftqualität sorgt für eine höhere Leistung der Mitarbeiter und wir sehen auch, was das alles bedeutet. Es werden so weniger falsche Entscheidungen getroffen, es werden weniger Fehler gemacht und wir können so Kosten einsparen. Ruben hat es schon vorweggenommen, der Krankenstand kann reduziert werden. Der Krankenstand kostet das Unternehmen und die Sozialversicherung ja viel Geld. Und ja, und das schadet natürlich der Volkswirtschaft. Das sind Zahlen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Jahr sind durch Krankenstand 39 Milliarden Verlust entstanden in der Volkswirtschaft. Das ist zu viel Geld. Und das sind auch 1,8 Milliarden Arbeitsstunden, die verloren gehen. Und natürlich spielt hier nicht nur die schlechte Luftqualität eine Rolle, aber doch zu einem wesentlichen Teil, denn die Grippe ist immer noch ein Hauptgrund für das Ausbleiben vom Arbeitsplatz. Grippe war der wichtigste Faktor und die Grippe und der Coronavirus, das Coronavirus werden über die Luft übertragen. Das ist bekannt. Und zweites Beispiel hier, eine Studie der Harvard-Universität. Da gibt es eine Fakultät für öffentliche Gesundheit. Das ist die sogenannte T.H. Chan School, die viele solche Forschungstätigkeiten durchführt, festgestellt hat, was geschieht, wenn wir besser lüften, wenn wir die Belüftung verdoppeln. Und das haben die jetzt in mehreren Gebäuden ausprobiert und das Ergebnis war überraschend. Denn indem man die Belüftung verdoppelt hat, haben man sehr gute Ergebnisse zeigen können und dies bei einem nicht erheblichen Kostenanstieg. Also $40 mehr pro Mitarbeiter Jahr. Und aber betriebswirtschaftlich hat sich das natürlich gerechnet. Die Leistung konnte um $6,500 verbessert werden. Das ist ein Multiplikationsfaktor von 162,5. Also wenige Investitionen sind so rentabel wie diese. Und ja, das ist eine wichtige Feststellung. Man darf nicht vergessen, welche Investitionen hier rentieren. Und natürlich sind Aufwendungen für eine bessere Gesundheit keine Kosten, sondern Investitionen. Nun, jetzt ein kleines Zahlenspiel. Ruben hat das auch schon durchgespielt. Wir entwickeln ein Unternehmen, 5000 Quadratmeter, 300 Mitarbeiter, durchschnittliches Gehalt 30.000 Euro. Ja, und jetzt rechnen wir mal durch, was hier eine Erhöhung oder Reduzierung des Krankenstands um 5% bewirkt. Die Produktivität sinkt einhergehend um 5%, wenn hier eine schlechte Luftqualität gegeben ist. Und das rechnet sich, das wirkt sich aus, denn allein durch diesen Krankenstand verliert das Unternehmen 450.000 Euro. Produktions
Einbußen verursachen einen Verlust von weiteren 450.000 Euro. Und wenn jetzt die Luftqualität besser ist, weil die Luft zweimal öfters erneuert wird, können wir den Krankenstand reduzieren und so schon viel Geld einsparen. Mit einer Luftverbesserung oder mit einer Verbesserung des Krankenstands von nur 1% können wir 90.000 Euro einsparen, mehr erwirtschaften. Und wenn die Produktivität um nur 1% gesteigert wird, gibt es auch einen Anstieg von 90.000 Euro. Das rechnet sich also durchaus. Ein weiteres Beispiel aus der erwähnten Fakultät, T-Chan School der Harvard University, da hat man die kognitiven Fähigkeiten von und Entscheidungsträgern geprüft. Das waren Marketingbeauftragte, Architekten, Programmierer, Führungskräfte in einem Unternehmen, das sehr repräsentativ ist. Und man hat während eines Arbeitstags von 8 Stunden vier verschiedene Szenarien durchgespielt mit unterschiedlicher Belastung von kontaminierenden Partikeln und CO2-Leveln. Dann hat man gemessen, wie das hier die Leistung beeinflusst, wenn die Luftqualität besser oder schlechter ist. Das Ergebnis ist fast unglaublich. In 61% der Fälle oder andersrum, ich muss es noch erklären, ich muss die drei Levels noch erklären. Im ersten Szenario hatten wir typische Umgebungsluft eines Unternehmens. Grün bedeutet, dass die schwebenden organischen Bestandteile reduziert worden sind, und in einem dritten roten Szenario wurde auch die Luft stärker erneuert. Und im Schnitt hat man hier so eine bessere Leistung, um 61% bessere Leistung feststellen können in diesen grünen Tagen. Und wenn jetzt Grün Plus und Grün zusammen addiert werden, ergibt sich eine Leistungssteigerung in Höhe von 101% bei diesen kognitiven Tests. Und das Einzige, was man getan hat, man hat die organischen Bestandteile, die in der Luft schweben, reduziert. Also Lufterneuerung ist von größter Bedeutung, und diese Frischluftzufuhr, die nicht teuer ist, kann die Leistung der Mitarbeiter wesentlich steigern. Eine weitere Studie der Harvard Universität, eine ähnliche Studie, wurde jetzt in verschiedenen Ländern der Welt durchgeführt, in Chile, Mexiko, Indien, China, Thailand, UK und Vereinigten Staaten, an Mitarbeitern zwischen 18 bis 85 Jahren. Gleiches Setup. CO2 ist gemessen worden, die Partikel PM2.5, Temperatur und Luftfeuchte. Und ja, da hat man gemessen, welche Leistungsveränderungen sie ergeben, wenn man eines dieser Parameter beeinflusst hat. Die Ergebnisse sind ähnlich ausgefallen wie in der vorangehenden Studie von Howard. Man stellt fest, dass die Ergebnisse schlechter ausfallen, die Entscheidungen nicht so rasch getroffen werden können. Und ja, man hat auch mathematische Auswertungen vorgenommen, das nachzuweisen. Es gilt also erneut, dass die Luftqualität in Gebäuden von größter Bedeutung ist. Und
Nun noch zur letzten Fallstudie. In diesem Fall kommen wir nun zu Europa, London School of Economics. Da hat ein Herr Sefi Roth ein Versuch durchgeführt. Es ging um ein Examen mit 2418 Studenten. Die mussten verschiedene Aufgaben erfüllen. Es ergab sich so eine Gesamtzahl von 11.443 Examen in 18 verschiedenen Aulen mit verschiedener Luftqualität. Ja, und das Ergebnis, man kam zum folgenden Schluss. Und in diesem Fall hat man als Kriterium PM10, nicht PM2.5 angesetzt. Und wir sehen, dass die Ergebnisse der Examen um 0,3% schlechter wurden, wenn der Saal kontaminierter war, und zwar um einen geringen Anteil stärker kontaminiert. Und ausgegangen ist man von einer durchschnittlichen Kontaminierung von 33,07. Der reinste hatte eine Kontaminierung von 4 Mikra pro Kubikmeter. Und ja, es gab auch Aulen, die einen höheren Anteil als 50 Mikrokubikmeter Kontaminierung verzeichneten, und da ist die Leistung deutlich eingebrochen, wenn nämlich dieser Fall gegeben war, plus 50 Mikronkubikmeter, dann ist das Ergebnis um 13,5% schlechter ausgefallen als bei einem annehmbaren Level. Also selbst wenn man gut vorbereitet ins Examen geht und an der frischen Luft war, ist man dann auch dieser Innenluft ausgesetzt, und das beeinträchtigt unsere kognitiven Fähigkeiten. Und hier zum letzten Fall, den ich Ihnen noch vorstellen wollte in diesem wissenschaftlichen Teil, und der bekräftigt unsere Feststellungen. Diese Ergebnisse sind nicht aus der Luft gegriffen, um es mal so zu sagen, kommen nicht von uns Kämpfen, sondern sind Studien von renommierten Universitäten. Und das zeigt an erster Stelle, dass der Mitarbeiter an erster Stelle kommt, und zwar geht es nicht nur um kontrollierte Temperaturführung und saubere Luftqualität. Es geht auch um alle die Mitarbeiter, die in Büroräumen arbeiten, nicht nur um die, die außen arbeiten. Und das bedeutet wiederum, dass wir verstehen müssen, wie verheerend eine Kontaminierung mit Partikeln die kognitiven Eigenschaften beeinträchtigen. Schlussfolgerungen. Es gibt eine unstrittige Wechselwirkung zwischen der Luftqualität in Innenräumen und unserer Produktivität, unserer kognitiven Leistung. Und das betrifft uns logischerweise alle in allen Entscheidungen, die wir treffen für das Unternehmen. Zweite Feststellung. Ich habe es bereits wiederholt festgehalten. Es sind keine Kosten, die in diese Luftqualität investiert werden, sondern Investitionen in die Mitarbeiter. Und diese rechnen sich unmittelbar, weil meine Mitarbeiter mehr leisten. Und zwar sofort. Da muss nicht zugewartet werden, bis man eine solche Leistungssteigerung feststellen kann. Und abschließend noch an dritter Stelle haben wir mit diesen Studien von Harvard auch feststellen können, dass wenn man die Frischluftzufuhr verdoppelt, nicht hohe Mehrkosten entstehen. Also mit einem geringen Kostenaufwand kann man hier für
eine gute Luftqualität in den Räumen sorgen, mit einhergehenden großen Vorteilen für ein Unternehmen. Ja, also das zeigt also, dass wir stets vor Augen halten müssen, dass wir nur das beeinflussen können, was uns auch bekannt ist. Und deshalb müssen wir Studien durchführen und die Luftqualität evaluieren. Also zunächst brauchen wir eine KAI-Studie. Ich Das ist nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal, dass ich über diese Studien spreche, aber ich glaube, beim nächsten Mal wird es auch weitere interessante Aspekte in diesem Zusammenhang geben. Vielen Dank. Wow, vielen Dank, Ruben. Vielen Dank, Uwe. Gibt es Fragen zum Thema Qualität der Innenluft? Ja. Dann sind wir an das Ende unserer Präsentation angelangt. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Teilnahme am Solution Day. Ich hoffe, es hat Ihnen Ihren Erwartungen entsprochen. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass wir hier 100 Vertreter der Pharmaindustrie zugegen hatten, aber über 1000 Fachleute haben sich über Streaming hier zugeschaltet. Vielen Dank an alle. Es hat hier zwar keine Fragen gegeben, aber im Streaming haben wir sehr, sehr viele Fragen bekommen und wir werden sie dann per E-Mail beantworten, da wir jetzt keine Zeit mehr zur Verfügung haben. Nur noch drei Punkte möchte ich abschließend ansprechen. Zunächst, wir werden unseren Workshop noch abschließen. Jede Gruppe hat wohl noch zwei Stände zu besuchen. Das werden wir im Anschluss an diese Veranstaltung tun. Und danach werden wir zum Essen gehen. Wir können das auch als Networking-Raum betrachten. Wir haben Live-Musik, wir werden essen, trinken und uns austauschen. Und nutzen Sie bitte die Gelegenheit, mit den anwesenden Experten zu sprechen. Und last but not least, eine Message, die Javier Torrón, der CEO von Camfil Spanien, übermitteln möchte. Und das ist sozusagen der Abschluss dieser Session. Bitte geben Sie die Kopfhörer am Ausgang wieder ab. Hört man mich? Ja, man hört ihn leider nicht sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich tanzen, aber man lässt mich nicht. Okay, jetzt funktioniert. Also ich habe gestern gesagt, die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich wirklich verändert. Das ist jetzt deutlich geworden. Wir wissen, wie wichtig die Luftqualität ist und dieses Thema ist aktueller denn je. Es hat viele Berichte gegeben, wie wird die Post-Corona-Zeit gestaltet werden. Es wird neue Pandemien geben und wie kann man sich darauf vorbereiten? Nun gut, also Sie sind jetzt daran gewöhnt, sich um kontrollierte Umfelder zu kümmern, die Luftqualität als wichtiges Kriterium für unsere Lebensqualität. Aber wir müssen auch an andere Bereiche denken. Sie und wir sind Unternehmen öffentlichen Interesses. Wir sind weltweit führend für die Filter, für die sauberen Prozesse und so weiter. Wir werden weiter arbeiten im Zusammenhang mit den Clean Processes. Camfield erklärt sich auch bereit, ihre Installation entsprechend zu begutachten. Wir haben viele Produkte gesprochen. Das Wort Sicherheit ist immer wieder gefallen heute. Prozesssicherheit, ATEX-Sicherheit, Tools und so weiter. Wie kann man sicher auf ihre Bedürfnisse eingehen und so weiter. Aber ist das ein neues Produkt? Nein, wir brauchen eine Lösung. An dieser Lösung müssen alle beteiligt sein, Instandhaltung und so weiter.
back in, back out und so weiter. Alle 3 Jahre gibt es hier neue Lösungen und unser Personal ist auch darauf vorbereitet. Campfield ist auf jeden Fall für diese Zukunft gerüstet. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme, auch für all jene, die sich online zugeschaltet haben, über 1.000 Teilnehmer online. Ich hoffe, es war sehr interessant. Ich möchte alle Redner jetzt auf die Bühne bitten. Sie haben sich einen großen Applaus verdient. Das waren wirklich ganz tolle Präsentationen, die wir heute gehört haben. Bitte kommen Sie alle auf die Bühne. Piensen seguro. Denken Sie sicher, denken Sie grün, denken Sie nachhaltig und denken Sie an Campfield. Recht herzlichen Dank. Thank you.